Der Corona-Selbsttest vom Wohnzimmer, den kennt man ja schon. Neu ist jetzt aber, der gilt auch als Zutrittstest für das Fitnesscenter, für die Gastronomie und so weiter und so fort. Man muss sich allerdings diesen Test dann auch noch anmelden lassen online. Das zeigen wir euch in dem Video, wie das funktioniert. Schritt Nummer 1, der ist ganz easy. Einfach anmelden unter selbsttest.tirol. Einfach die Daten ausfüllen, bestätigen lassen und dann Schritt Nummer 2 kommt, testen. Kennt man eh schon, machen wir schnell. Bis die Tränen kommen, dann ist es gut, habe ich mal gehört. Ah, gut. So, da, Test ist zum Glück negativ, das heißt, wir geben bei unserem Handy auch an, der Test ist negativ. Bestätigen, ja, ist negativ. Dann geht es weiter, Test fotografieren. Da kommt dann auf diesen Test ein QR-Code drauf. Das heißt, einfach, was in der Packung dabei ist, diesen QR-Code runterfitzeln, wenn ich ihn runterbekomme. Das heißt, den Test einfach bekleben. So, da, soll dann so ausschauen, wenn er negativ ist. Dann wieder das Handy zur Hand nehmen und ich möchte eine Kamera benutzen, fortsetzen. Dann macht man einfach ein Foto und dann wird da, das sieht man ganz gut, auch dieser QR-Code als gültig erklärt. Schritt Nummer 5, jetzt braucht man einen schwarzen Stift. Man muss nämlich den Test entwerten, sprich, dass der nicht doppelt verwendet wird. Geht ganz einfach. Schwarzen Stift nehmen und auf das Ergebnisfeld einfach einmal schwarz drüber malen, dass man es nicht mehr sieht. Ist schon fertig und muss man auch wieder bestätigen, das heißt Handy zur Hand und wir machen wieder ein Foto davon. So, der schwarze Test. Einmal bestätigen und dann sind wir auch schon beim letzten Schritt angelangt, nämlich wenn es ladet. So, jetzt haben wir es. Der Testbefund ist fertig, das heißt, jetzt kann ich die nächsten 24 Stunden mit diesem Testergebnis, was ich per Mail bekomme, wieder ins Gasthaus gehen.